Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es um den Dijkstra-Algorithmus. Das Ziel des Dijkstra-Algorithmus ist es, kürzeste Pfade von S nach T, also von einem speziellen Knoten zu einem speziellen anderen Knoten, in Graphen mit positiven Kantengewichten zu berechnen. Warum jetzt das positiv wichtig ist, dazu kommen wir ganz am Ende. Erstmal schauen wir uns an, wie der Algorithmus in der Theorie funktioniert, sprich, wie kann man ihn aufschreiben. Und danach schauen wir uns ein Beispiel an, wo der Dijkstra-Algorithmus funktioniert, also einen kürzesten Pfad zwischen zwei Knoten in einem Graphen berechnet. Und danach schauen wir uns einmal an, wie ein Graph aussehen muss, damit das nicht funktioniert. Also, kommen wir zum Algorithmus. Im Wesentlichen ist es ein Initialisierungsschritt, der ist hier an erster Stelle. Und zwar, dass wir erstmal die Distanzen vorinitialisieren. Und zwar bekommt der Startknoten, den ich auch mit S gerne bezeichne, die Distanz 0 und alle anderen erstmal unendlich. Genau. Das hat den Vorteil, dass wir dann Knoten, die wir auf jeden Fall besuchen können, in einem Schritt denen vorziehen, über die wir noch keine Informationen haben. Und jetzt schauen wir halt, solange es noch unbesuchte Knoten gibt, wählen wir eben einen Knoten aus mit minimaler Distanz und den nennen wir V. Das heißt, am Anfang werden wir den Startknoten auswählen, weil dieser eben Distanz 0 hat und alle anderen unendlich. So, wir speichern zunächst nun, dass dieser Knoten jetzt besucht wird und dann updaten wir für alle noch unbesuchten Nachbarknoten die Distanz. Das heißt, wir schauen, sind die Kosten, wenn wir jetzt über unseren Knoten V und die Kante von V nach U gehen, sind die Kosten dann kleiner, als sie vorher schon waren? Wenn ja, dann sind das unsere neue Kosten. Und wenn nicht, dann müssen wir nichts tun. Das heißt, wie sieht das jetzt konkret aus? Wir schauen uns hier ein Beispiel an, initialisieren zunächst die Kantengewichte, die Distanzen natürlich, und jetzt sehen wir, wir haben alle noch nicht besucht, starten also mit dem Startknoten, weil der die geringste Distanz hat, dann markieren wir, dass wir den einmal besucht haben. Jetzt wählen wir einen Knoten mit, jetzt schauen wir einmal für den Nachbarknoten A. Ist die Distanz 0 plus 2 kleiner als unendlich? Ja, das ist der Fall, deshalb können wir das Ganze hier updaten. Das gleiche machen wir unten für den Knoten B. 0 plus 4 ist kleiner als unendlich, also ist nun hier die Distanz 4. So, jetzt schauen wir, gibt es noch Knoten, die nicht besucht wurden? Ja, das ist A, B und T. Und wir wählen nun den mit minimaler Distanz. Und 2 ist kleiner als 4. Das heißt, wir haben nun auch A besucht und updaten nun die Distanzen der Nachbarknoten. Wir fangen zunächst mit B an. B hat bereits die Distanz 4 und wenn wir über den Knoten A gehen, haben wir 2 plus 1, was dann eine neue Distanz von 3 kleiner 4 ergibt. So, dann schauen wir uns an, wie das mit T aussieht. T hat aktuell noch die Distanz unendlich und wenn wir über den Knoten A gehen, haben wir 2 plus 10, was 12 sind und damit kleiner als unendlich. So, dann sind wir wieder fertig. Schauen, gibt es noch unbesuchte Knoten? Ja, das ist der Fall bei B und bei T. Jetzt wählen wir den mit minimaler Distanz aus. 3 ist kleiner als 12, dementsprechend besuchen wir nun Knoten B. So, der einzige Nachbarknoten von B ist T. Und jetzt schauen wir, ist die aktuelle Distanz 12? Größer oder kleiner, als wenn wir über den Knoten B gehen würden. Und B hat ja Distanz 3
und das Kantengewicht ist 1, das heißt, da würden wir bei 4 liegen. Und dann ist klar, dass wir entsprechend diesen Pfad als kürzesten Pfad von S nach T haben. So. Dann können wir T noch besuchen und sind entsprechend fertig. So. Was gibt es für Probleme, wenn wir negative Kantengewichte haben? Geben wir dem anderen Knoten noch einen Namen. Genau. Wir initialisieren wieder die Kantengewichte 0, unendlich, unendlich für S, T und A und besuchen nun Knoten S. Jetzt können wir die Kanten updaten, die Kantengewichte von T und A. Das ist hier einmal 3 und einmal 4. Wir besuchen also als nächstes Knoten T. T hat keine Nachfolger. Und besuchen nun Knoten A. Knoten A hat keinen Nachfolger, der noch nicht besucht worden ist, weil T eben bereits besucht worden ist. Deshalb wird das Gewicht von T an dieser Stelle nicht geupdatet. Das heißt, wir geben weiterhin aus, dass dieses der kürzeste Pfad ist. Und das, obwohl dieser Pfad... Moment, andersrum. 4 minus 3 als Distanz hat und damit 1. Das heißt, der blaue wäre eigentlich kürzer, aber Dijkstra kennt den nicht. Dementsprechend eignet sich der Dijkstra-Algorithmus nur, wenn wir positive Kantengewichte haben. Ein Algorithmus, für den das funktionieren würde, wäre dann der Bellman-Ford-Algorithmus. Aber Dijkstra funktioniert eben durch dieses Update-Verhalten, weil wir eben nur die noch unbesuchten Nachbarknoten updaten, funktioniert er halt nur für positive Kantengewichte.